Frustration wegen schlechtem TV-Sound trotz Hörgeräten? Es gibt eine revolutionäre Lösung. Und nein, ich verspreche nicht zu viel. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Lieblingsfilm genießen. Doch der Ton ist einfach zu leise und das trotz Hörgeräten. Das ist kein Problem mehr. Ich habe eine Lösung für Sie. In den meisten Fällen reichen Hörgeräte aus, um den Ton von Fernsehgeräten deutlich wahrzunehmen. Aber wenn man nachhelfen möchte, gibt es dafür Möglichkeiten. Der Hörakustiker kann ein eigenes Programm im Hörgerät einrichten, das speziell fürs Fernsehen gedacht ist, sodass bestimmte Frequenzen angehoben werden und zum Beispiel Sprache besser verstanden werden kann. Aber auch ein TV-Adapter kann den Ton direkt auf die Hörgeräte übertragen. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie es geht. Alle großen Hersteller bieten für Bluetooth-Hörgeräte TV-Adapter oder TV-Streamer an. Dabei wird ein externes Gerät an den Fernseher angeschlossen. Das Hörgerät wird einmalig per Bluetooth mit dem TV-Adapter gekoppelt. Von da an verbinden sich dann die Geräte immer automatisch, sobald sie eingeschaltet werden. In manchen Fällen benötigt man für das Koppeln der Hörgeräte ein Smartphone oder ein Tablet. Falls diese nicht vorhanden sind, gibt es ein Zusatzgerät. Dieser sogenannte Streamer dient als Empfänger zwischen Hörgeräten und TV-Adapter. Praktisch hierbei ist die Möglichkeit, mehrere Hörgeräte gleichzeitig zu verbinden, wenn zum Beispiel der Partner auch eins trägt. Die Klangeinstellungen können über den Adapter oder über die Smartphone-App vorgenommen werden. Viele Fernseher bieten Ihnen Bedienungshilfen, die das Verstehen von Filmen und Bewegtbild erleichtern. Diese finden Sie im Menü Einstellungen unter Bedienungshilfen oder Barrierefreiheit. Sie sehen, mit Ihrem Bluetooth-fähigen Hörgerät steht einem packenden Fernsehabend nichts im Wege. Möchten Sie zu den besten Bluetooth-fähigen Hörgeräten beraten werden, dann können Sie sich einfach hier anmelden oder auf audibene.de vorbeischauen. Hören Sie gut und abonnieren Sie für weitere Neuigkeiten zu Hörgeräten unseren Kanal.